Behind His Mask. Eine Steckspan-Fanfiction von Drachenmädchen. Kapitel 47. Point of View. Stegi. Als ich nach 10 Minuten immer noch nicht aus dem Ort, an welchem Jay wohnte, raus war, realisierte ich, dass der Weg zum Internat weiter war als gedacht. Ich kramte in meinen Taschen nach Geld, aber alles, was ich fand, waren 1,15 €. Das würde weder für ein Taxi noch für einen Bus reichen. Wobei Busse hier, meines Wissens nach, sowieso nicht bzw. nur sehr selten fuhren. Trampen wäre noch eine Möglichkeit. Allerdings fuhren hier nur sehr wenig Autos und außerdem wäre die Wahrscheinlichkeit generell gering, dass mich jemand mitnehmen würde. Trotzdem war es ein Versuch wert. Ich beschloss also einfach in Richtung des Internats zu laufen und immer, wenn ein Auto vorbeifuhr, den Daumen hochzuhalten. 1,5 Stunden und 11 vorbeigefahrene Autos taten meine Füße weh. Es war an sich kein Problem, so lange zu laufen. Ich streifte ja teilweise stundenlang durch den Wald hinter dem Internat. Aber irgendwie hatte ich einfach keine Lust mehr. Es wurde langsam immer dunkler. Die Sonne war schon gar nicht mehr zu sehen. In diesem Moment hörte ich, wie sich ein 12. Auto von hinten näherte. Ich hielt an, streckte den Daumen raus. Ich dachte schon, dass das Auto vorbeifahren würde, als es plötzlich begann zu bremsen und einige Meter hinter mir zum Stehen kam. Erleichtert, aber auch ein wenig ängstlich, lief ich darauf zu. Zwar war es gut, dass ein Auto angehalten hatte und anscheinend bereit war, mich mitzunehmen. Andererseits hörte man auch immer wieder, wie gefährlich Trampen doch war. Als ich sah, dass hinter dem Steuer eine Frau saß, war ich erleichtert. Zwar könnten auch Frauen eine Entführung durchziehen, aber die Wahrscheinlichkeit war definitiv geringer. »Hallo«, sie lächelte mich durch das runtergekurbelte Fenster an. »Willst du mitgenommen werden?« Ich hob den Blick, begegnete ihren warmen, braunen Augen. Unsicher nickte ich kurz. »Hier fährt ja weit und breit kein Bus«, meinte sie und verdrehte mit einem kurzen Grinsen die Augen. »Komm rein!« Nickend öffnete ich die Tür und ließ mich auf den Sitz sinken. Mein Rucksack stellte ich zwischen meine Beine. »Wohin willst du denn?« fragte sie, während ich die Tür hinter mir zuknallte. Ich schluckte. Ich würde jetzt reden oder schreiben müssen. Kurz musterte ich die Frau neben mir. Sie hatte mittellange, braune Haare, ein rundliches Gesicht, was ihr einen lieben Eindruck verlieh. Sie war relativ schlank und wohl etwas kleiner als ich. Dazu hatte sie braune Augen, welche mich fröhlich anblitzten. Vielleicht kannte ich sie nicht. Vielleicht kannte sie mich. Vielleicht war es aber auch Zeit für mich, endlich abzuschließen. 3 Jahre waren vergangen. Ich sollte frei sein. Mom und Mia hätten nicht gewollt, dass ich mich so versteckte, dass ich in meiner Trauer ertrank. Ich drehte mich zu der Frau um und lächelte. »Zum Internat«, meinte ich und schaffte es tatsächlich, meine Stimme sicher klingen zu lassen. Sie nickte. »Da muss ich tatsächlich auch hin.« Verwirrt drehte ich den Kopf zu ihr. Anscheinend besuchte sie ihre Tochter oder ihren Sohn. »Vielleicht kennst du meinen Sohn ja sogar.« Die Frau grinste mich kurz an. »Tim heißt er.« »Ja«, murmelte ich, nachdem Tims Mutter mich einige Sekunden lang fragend von der Seite angesehen hatte. Den kenne ich. Wir sind in einem Zimmer.« Die braunhaarige Frau drehte sich überrascht zu mir. »Du bist Stegi?« Perplex, dass sie meinen Namen wusste, nickte ich kurz. »Tim hat schon viel von dir erzählt«, sagte die Frau vor und grinste mich kurz an. »Ihr seid wohl relativ gut befreundet, oder?« Ich schluckte kurz. War ja klar, dass sie nichts von Tims Aktivitäten im Internat wusste. Dann nickte ich schnell. Warum ich das tat, wusste ich nicht. Mal wieder nicht. Ich nahm ihn in Schutz, obwohl er das nicht verdiente. Ich könnte ihn bloßstellen vor seiner Mutter. Vielleicht dafür sorgen, dass er vom Internat flog. Aber ich tat es nicht. Und das konnte ich mir selber nicht richtig erklären.
Vielleicht war es, weil ich irgendwie ein kleines bisschen in Tom verknallt war. Vielleicht war es, weil ich wusste, dass er tief in ihm eine wundervolle, gute Seite war. Ich bin übrigens Frau Timolia. Tims Mutter lachte kurz. Hast du dir sicher schon gedacht. Aber du kannst mich auch gerne Lilly nennen. Ich nickte kurz, lächelte ihr dankbar zu. Der Rest der Fahrt verlief relativ angenehm. Lilly redete viel. Sie schien ziemlich anders als ihr Sohn zu sein. Sie erzählte sehr gerne über sich und ihr Leben. Sie erzählte mir, wie Tim in der Grundschule drauf gewesen war. Wie er immer traurig gewesen war, wenn jemand von den anderen Schülern alleine auf dem Pausenhof stand. Lilly erzählte, wie Tim immer zu den Außenseitern gegangen war. Wie er ihnen geholfen hatte. Sie schwärmte über ihren Sohn. Sie schien richtig glücklich. Und der Tim aus ihren Erzählungen war so anders als der, den ich die meiste Zeit erlebte. In ihren Erzählungen half er den Schwächeren, war tolerant, verteidigte sie. Ganz anders, sogar ziemlich gegenteilig, verhielt er sich die meiste Zeit inzwischen. Was war vorgefallen, was ihn so hart hatte werden lassen? Versteckte er sich nur hinter einer Maske? Oder war das inzwischen sein echter Charakter? Sag mal, wie ist Tim denn im Internat so? Erzähl doch mal, meinte Lilly plötzlich und lächelte mich fröhlich an. Ich schluckte. Tim war einer, der andere beleidigte. Einer, der andere mobbte. Einer, der andere schlug. Einer, der nicht so lieb war, wie Lilly ihren Sohn anscheinend kannte. Ich konnte ihr das nicht erzählen. Tim ist echt nett, murmelte ich also schließlich, ohne die Braunhaarige anzusehen. Echt? Lilly lachte kurz. Er hat ja manchmal einen etwas schrägen und trockenen Humor. Den verstehen manche nicht. Aber das freut mich, echt. Ich nickte kurz. Von Tims Humor hatte ich noch nicht so viel mitbekommen. Es sei denn, sein Humor war es, andere zu schlagen. Und sonst so? Erzähl mal, mich interessiert es, wie der Große bei anderen ist. So eine Erzählung, nicht von Lehren und von damals, sondern frische Erfahrung aus erster Hand sozusagen. Ich biss mir auf die Unterlippe. Was sollte ich denn jetzt sagen? Ich konnte nicht wirklich gut lügen. Nicht bei sowas zumindest. In diesem Moment kam mir eine Idee. Ich würde einfach von dem Jungen erzählen, den ich so lieb gewonnen hatte. Von dem Jungen, mit dem ich eine der schönsten Wochen meines Lebens verbracht hatte. Er ist lieb, meinte ich und hob den Blick. Tim ist immer für andere da. Man kann mit ihm sehr viel Spaß haben. Er ist hilfsbereit, er muntert einen auf. Er nimmt einen in den Arm, wenn man Angst hat oder es einem schlecht geht. Er hilft einem auf die Beine, wenn man nicht selber wieder hochkommt. Er ist jemand, dem andere sehr wichtig sind. Jemand, der es hasst, wenn andere traurig oder verletzt sind. Tim macht sehr gerne Sport und unternimmt gerne viel. Aber er liebt es auch einfach, die Tage im Zimmer zu verbringen, Musik zu hören und zu quatschen. Mit Tim kann man über alles reden. Man weiß einfach, dass er immer für einen da ist, egal was ist. Er ist echt etwas Besonderes. Ich stockte, als ich realisierte, was ich gerade von mir gab. Als ich mich zu Lilly drehte, sah ich das dicke Grinsen auf ihren Lippen. Na, du schwärmst ja ganz schön. Ich spürte, wie meine Wangen heiß wurden. Am liebsten wäre ich im Boden versunken. War doch nur ein Spaß. Tims Mutter lächelte mich freundlich an. Es ist toll zu hören, dass Tim so lieb ist. Sie begann wieder irgendetwas zu erzählen, als ich bemerkte, wie mein Handy aufleuchtete. Alumit hatte mir geschrieben. Wie geht es dir? Alles okay bei dir? Naja, geht so, antwortete ich, als meine Gedanken zu Jay abschliffen. Ich erzähle dir nachher, was passiert ist. Wie geht es dir? Ich machte das Handy wieder aus, beschloss, dass es unhöflich wäre, die ganze Zeit am Handy zu hängen, während mir etwas erzählt wurde. Knappe 20 Minuten später kamen wir mit quietschenden Reifen vor dem Internat zum Stehen. Dann lass uns doch mal reingehen, Timmy besuchen und so. Der wird sich sicher freuen, wenn seine coole Mutter zu Besuch kommt. Sie lachte kurz. Kennst du ja bestimmt.
Eltern sind ja immer so peinlich. In mir zog sich etwas zusammen. Ich schluckte. Zwang mich zu einem Nicken. Zwang mich zu einem Lächeln. Meine Mutter war mir damals auch ab und zu peinlich gewesen. Das stimmte. Aber in dem Moment, wo ich sie verlor, realisierte ich, wie schrecklich es war, dass sie mir je peinlich gewesen war. War ich, ihr Sohn, ihr je unangenehm gewesen? Nein, denn sie liebte mich, egal wie ich war. Und ich hätte das viel früher bemerken müssen. Ich verdrängte die Gedanken aus meinem Kopf und zwang mich, mich auf die Treppenstufen zu Tims und meinem Zimmer zu konzentrieren. Gemeinsam liefen Tims Mutter und ich den Gang entlang und klopften schließlich an der Zimmertür. Ein relativ genervtes »Herein« ertönte. Vermutlich dachte Tim, dass ich es wäre. Denn nachdem er mir einmal eine verpasst hatte, nachdem ich nicht angeklopft und auf sein Zeichen gewartet hatte, hatte ich gemerkt, dass es wohl sinnvoller war, auf ihn zu hören. Meiner Gesundheit zuliebe. Ich öffnete vorsichtig die Tür und trat da mit gesenktem Kopf ein, während Tims Mutter mir folgte. Tim warf mir einen kurzen Blick zu, wandte sich dann wie immer genervt wieder ab. Dann schien er zu realisieren, dass ich nicht alleine gekommen war. Er fuhr hoch und blickte uns erschrocken entgegen. »Mom?« fragte er und seine Stimme klang überrascht. »Was machst du denn hier?« »Doch so eine freundliche Begrüßung, ja?« Lilly sah ihren Sohn lächelnd an und öffnete dann die Arme, woraufhin Tim aufstand und sie kurz an sich drückte. »Ich bin hier, weil der Direktor mit mir reden wollte. Ich weiß noch nicht, worum es geht, aber er meinte, ein persönliches Gespräch wäre angebracht.« Tim schien in der Bewegung zu erstarren, drehte kurz den Kopf zu mir und fixierte mich mit zusammengekniffenen Augen. Mir war natürlich klar, was er dachte. Er hatte Angst, dass ich ihn verpfiffen hatte. Angst, dass in unsere Rechenschaft gezogen werden würde. Angst, dass seine Familie über den gemeinen Tim erfuhr. Aber Tim kannte mich nicht. Würde er mich kennen, wüsste er, dass ich niemals etwas sagen würde. Einerseits, weil ich prinzipiell nicht viel redete. Andererseits, weil ich allgemein niemals Tim verpetzen würde. Ich hätte viel zu viel Angst vor seiner Rache und außerdem wollte ich irgendwie nicht, dass er Ärger bekam. Nicht wegen mir. Ich kam schon klar. Irgendwie zumindest. Und als wenn, dann war Tim wichtiger. Kaum merklich schüttelte ich den Kopf, hoffte inständig, dass Tim mir glaubte. »Schön habt ihr beides hier«, meinte Lilly plötzlich und grinste uns beide an. Ich nickte lächelnd und bedankte mich leise, woraufhin Tim mich anstarrte, als wäre ich verrückt geworden. Okay, er hatte mich auch noch nie mit jemand anderem reden sehen, außer ihm und Palle. »Stegi hat mir erzählt, wie gut ihr beide euch versteht«, meinte Tims Mutter nun lächelnd und grinste Tim glücklich an. »Er hat schon richtig viel über dich erzählt. Scheint, als würdet ihr euch wirklich sehr, sehr gut verstehen. Ich finde, ihr passt echt gut zusammen.« Eine Sekunde meinte ich, dass sie Tim zugezwinkert hatte. Aber schon im nächsten Augenblick war ich mir sicher, dass es Einbildung war. Wieso sollte sie das auch tun? Wobei die Wortwahl schon komisch war. »Scheint, als würdet ihr euch wirklich sehr, sehr gut verstehen. Ich finde, ihr passt echt gut zusammen.« Das zwischen Tim und mir war nichts. Nichts außer Hass. Von seiner Seite aus zumindest. Das wusste Tim. Das wusste ich. Tims Mutter dachte vielleicht, wir würden uns mögen. Aber mehr war da auch nicht. »Wir sind auch echt gut befreundet«, meinte Tim, und ich konnte leicht die Ironie in seiner Stimme mitschwingen hören. Zum Glück schien seine Mutter nicht darauf zu achten. »Ich mag Stegi wirklich gerne. Er bedeutet mir sehr viel.« Tims Stimme war ernst geworden. Er sah auf den Boden, wagte es nicht auszusehen. Vermutlich aus Angst, seine Mutter könnte ihm die Lüge ansehen. Ich suchte nach einem ironischen, verachtenden Ton in Tims Stimme. Aber da war nichts. Er konnte gut schauspielern. Denn ich wusste, dass er log. Lilly lächelte uns breit an. Unsere Harmonie schien sie glücklich zu machen. Schnell warf sie einen Blick auf die Uhr.
Naja, Jungs, tut mir leid. Ich muss jetzt auch schnell los. War schön, dich kennenzulernen, Stegi. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Du bist jederzeit gerne bei uns zu Hause eingeladen, falls du mal Tim besuchen willst oder so. Sie umarmte Tim kurz zum Abschied, sagte, sie würde ihn gleich nochmal verabschieden, wenn sie wieder gehen würde, lächelte ihr fröhliches Lächeln in die Runde. Und dann fiel die Tür hinter ihr ins Schloss. Stille. Ich wagte es, Tim vorsichtig anzugucken. Dieser sah im gleichen Moment auf und unsere Blicke begegneten sich. Du redest mit ihr, stellte Tim nüchtern fest. Ich schluckte. Ich nickte. Der Braunhaarige seufzte kurz, fuhr sich durch die Haare. Er machte zwei Schritte auf mich zu, woraufhin ich ängstlich zurückwich. Ich wollte nicht geschlagen werden. Nicht schon wieder. Hab doch nicht immer Angst vor mir, meinte Tim leise und blieb stehen. Er warf mir einen kurzen Blick zu und einen winzigen Augenblick meinte ich, Tränen in seinen Augen gesehen zu haben. Aber ich schluckte. Wie sollte ich denn keine Angst vor ihm haben? Was hast du denn über mich erzählt? Fragte Tim, den Kopf gen Boden gerichtet. Meine Stimme klang merkwürdig erstickt. Tim sah auf einmal nicht mehr so aus, als würde er mich schlagen wollen. Er war vielmehr plötzlich ganz klein und zart. So zerbrechlich. Als wäre seine Maske abgefallen. Als könnte ich jetzt hinter seine Maske gucken. Ich habe erzählt, wie hilfsbereit du bist, sagte ich schließlich. Und sobald der erste Satz raus war, fiel es mir plötzlich ganz leicht zu reden. Ich habe gesagt, wie toll du bist, dass du immer für einen da bist, dass du es hast, wenn andere weinen, dass du es hast, wenn andere traurig sind, dass du es hast, wenn andere Schmerzen haben. Ich stockte. In meinem Inneren tat etwas schmerzhaft weh. Ich wusste, dass das, was ich gerade erzählte, nicht im Ansatz der Wahrheit entsprach. Mir gegenüber jedenfalls nicht. Und trotzdem machte ich weiter. Ich habe gesagt, wie gerne du anderen hilfst, dass du für sie da bist. Ich konnte sehen, wie Tim schluckte. Er machte einen Schritt auf mich zu. Ich habe gesagt, wie nett du sein kannst. Noch ein Schritt. Ich sammelte meinen Mut. Und ich blieb stehen. Ich habe gesagt, wie gerne du etwas erlebst. Tim hob den Kopf. Tränen glänzten auf seinen Wangen. Es war so ziemlich das erste Mal, dass ich Tim weinen sah. Dieser Anblick tat mir so unglaublich weh. Am liebsten würde ich ihn einfach in die Arme schließen und ihm sagen, dass alles gut werden würde. Tim machte noch einen Schritt auf mich zu. Ich habe gesagt, dass du einen in den Arm nimmst, wenn man Angst hat. Tim stand jetzt direkt vor mir. Er zitterte. Wie kannst du noch immer das Gute in mir sehen? Seine Unterlippe bebte, während er sprach. Ich hob meinen Kopf, sah nach oben, direkt zu Tim. Du solltest mich doch hassen. Vielleicht habe ich ja alles einfach gelogen, meinte ich. Meine Stimme war leise. Aber das hatten wir schon mal, Tim. Ich lächelte ihn gequält an. Tim nickte. Er nickte und wischte sich mit dem Handrücken eine Träne von der Wange. Er seufzte kurz und ich konnte seinen heißen Atem an meiner Stirn spüren. Ich war eben doch ein ganzes Stück kleiner als Tim. Aber in diesem Moment war es mir egal. Denn er wirkte plötzlich viel jünger als sonst, viel weniger angsteinflößend. Er wirkte zerbrochen. Er wirkte, als würde er Hilfe brauchen. Dringend. Ich konnte sehen, wie Tim schluckte, wie er sich nervös mit der Hand durch die Haare fuhr
unsicher, was zu tun war. Und dann, einem unbestimmten Reflex folgend, legte ich einfach sanft meine Arme um ihn. Ich legte meinen Kopf an seine Brust, atmete seinen wundervollen Geruch ein. Ich wusste, Tim würde mich hierfür später schlagen. Er würde mich beleidigen, mich eine Schwuchtel nennen. Er würde auf mich eintreten, immer und immer wieder, bis ich kaum noch schreien konnte. Aber es war mir egal. Für ihn. Für ihn war mir alles egal. You could break my heart into tiny little pieces, and I'd still pick them up and put them back in your hands. Okay, das war alles ein Kapitel. Wow. Aber gut. Schaut bei Chrissigisse vorbei. Schaut natürlich auch bei Drachenmädchen vorbei. Lasst Kritik da und bis zum nächsten Mal. Und ja, ich habe bewusst Tom gesagt. Tut mir leid, aber diesen Fehler musste ich mit vorlesen. Ich meine, weil wir wissen alle, dass Tom wundervoll ist. Also gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.